Wir sprechen momentan regelmäßig über die Folgen der aktuellen Situation der Corona-Krise. Ein Befund ist ja, dass marginalisierte Menschen, Menschen, die sowieso am Rande der Gesellschaft sind, durch die aktuelle Situation noch mehr an den Rand gedrängt werden. Und heute wollen wir mit Barbara vom Kabel e.V. sprechen, genau über die Zielgruppe, die ihr mit eurem Verein sozusagen betreut. Und das wäre vielleicht auch die erste Frage: Was ist Kabel e.V.? Wie lange gibt es euch und was ist eigentlich eure Tätigkeit? Kabel steht für Clearingstelle und anonyme Behandlung Schein Leipzig. Wir sind eine Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Uns gibt es seit 2019. Wir sind aus dem bereits älteren Verein Medinetz Leipzig entstanden, die sich sehr lange ehrenamtlich mit dieser Patientengruppe auseinandergesetzt haben. Und Kabel macht das jetzt professionell mit Geldern von der Stadt, also wir kooperieren mit dem Sozialamt und dem Gesundheitsamt Leipzig. Genau, die Sache ist nämlich die, dass trotz dass es in Deutschland ja eine Versicherungspflicht gibt, viele Personengruppen einfach aus dem System rausfallen und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Das betrifft vor allem Wohnungslose, also auch deutsche Wohnungslose haben oft keine Krankenversicherung oder nicht ausreichend Krankenversicherung. Menschen, die aus dem EU-Ausland kommen und im Herkunftsland oder in Deutschland keine Krankenversicherung haben. Und vor allem auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland. Für die gibt es dann natürlich noch zusätzlich das Problem, dass sie einerseits natürlich keine Krankenversicherung haben, aber sich auch einfach sehr schwierig melden können, weil das Gesundheitssystem in Deutschland sehr bürokratisch ist. Und ohne Aufenthaltsstatus, ohne Papiere hat man da so gut wie gar keinen Zugang zu. Genau. Und natürlich zeigt sich jetzt im Zuge der ganzen Corona-Pandemie diese Problematik noch viel deutlicher, weil die Leute einfach keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Genau, das ist eine wichtige Frage. Wie ist denn eure Erfahrung oder auch eure Informationslage in Bezug auf die Situation in Leipzig oder auch Sachsen oder Deutschland? Die Menschen, die aus der Krankenversicherung rausgefallen sind, haben die im Moment einen Zugang, diesen wichtigen Zugang zu Tests, aber auch zu der gesundheitlichen Versorgung, die sie brauchen, wenn sie zum Beispiel infiziert sind? Genau. Ja, laut dem Infektionsschutzgesetz müssten die Kosten für Corona-Tests für Menschen ohne Krankenversicherung eigentlich vom Gesundheitsamt übernommen werden. In der Praxis haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass das noch nicht sonderlich gut umgesetzt ist, weil die behandelnden Praxen es nicht wissen oder der Aufwand zu groß ist. Und dementsprechend haben Menschen ohne Versicherung auch jetzt gerade noch keinen oder kaum Zugang zu Tests. Soweit ich weiß, kostet ein Corona-Test für jemanden, der das privat bezahlen möchte, 120 Euro, was natürlich für viele Menschen einfach nicht möglich ist. Genau, und wir, also Kabel, der Verein, ist im Moment die einzige gesicherte Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, wo sie medizinische Behandlung und eben auch Corona-Tests finanziert bekommen können. Das heißt, ihr habt ja auch seit einer geraumen Zeit jetzt eine Räumlichkeit in der Taubestraße in Schönefeld. Wie arbeitet ihr gerade? Seid ihr ansprechbar und kommen Menschen zu euch jetzt gerade in der Situation? Also in unserem Büro kann jetzt natürlich keine Sprechstunde mehr stattfinden. Das ist einfach hygienisch nicht möglich. Genau, aber wir sind telefonisch erreichbar. Unsere Sozialarbeiterin Annemarie ist wochentags zwischen 10 und 15 Uhr telefonisch erreichbar. Und auch die Vermittlung an Behandlungsmöglichkeiten funktioniert digital. Also der Verein gibt eigentlich sogenannte anonyme Behandlungsscheine aus, mit denen die Leute dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen können und die Behandlung wird dann über den Verein abgerechnet. Diese Behandlungsscheine können wir jetzt natürlich so normal nicht mehr ausgeben, aber bis jetzt funktioniert das ganz gut, dass Annemarie uns, also die Sozialarbeiterin, dann Kontakt mit den behandelnden Praxen aufnimmt und eben eine Kostenübernahmegarantie per E-Mail oder per Telefon zusichert. Also das lässt sich schon regeln.
Okay, also Betroffene können auf jeden Fall weiter euch konsultieren, ne? Vielleicht nochmal so auch gesellschaftlich geschaut, die Menschen, die aus der Krankenversicherung rausgefallen sind, leben ja zumeist in einer prekären Situation. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt oder sie sind in einer persönlichen Notlage, auch wenn sie hier geboren sind, und haben einfach nicht mehr die Kraft, sich zu kümmern, vielleicht, oder stoßen auch an richtige Hürden. Wie ist denn die verschärft die aktuelle Situation die Situation, die sowieso für die Menschen da sind? Und kommen die Menschen überhaupt sozusagen auf den Gedanken, sich jetzt sozusagen um ihre Gesundheit zu kümmern? Oder ist die Situation so beschissen, dass die Hürden weiter bestehen? Oder auch die Angst zum Beispiel, jetzt aufgedeckt zu werden, wenn man ohne Papiere hier gelebt hat? Große Frage. Also wie das für die Betroffenen ist, das kann ich natürlich nicht so gut sagen. Aber die Sache ist natürlich die, dass die Problematiken und die Hürden, die sowieso im Zugang zu gesundheitlicher Versorgung bestehen, weiter bestehen. Vor allem für Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland, die immer befürchten müssen, dass sie an die Polizei oder an die Ausländerbehörde gemeldet werden, wenn sie sich für medizinische Behandlung melden. Diese Sorge besteht natürlich weiter und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wenn ein Corona-Bedacht besteht, dann sollten die Leute sich natürlich melden können mit der Sicherheit, dass sie keine ausländerrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen. Und das können wir im Moment einfach noch nicht garantieren. Also das Gesundheitsamt sollte eigentlich keine Daten weitergeben. Aber ich habe heute Morgen erst gelesen, dass in Baden-Württemberg jetzt tatsächlich schon eine Datenweitergabe vom Gesundheitsamt an das Ordnungsamt oder im schlimmsten Fall sogar an die Polizei passiert. Und wie das in Sachsen und in Leipzig gerade läuft, das wissen wir natürlich nicht. Und die Unsicherheit ist sehr groß. Viele Menschen ohne Aufenthaltsstatus erreichen wir als Verein ja auch gar nicht. Genau, und die Informationslage ist einfach sehr, sehr schlecht. Auch diese Zusage, dass das Gesundheitsamt eigentlich Testkosten übernimmt, die wird, also die erreicht die Betroffenen, also die Menschen ohne Krankenversicherung nicht. Also da gibt es noch keine offiziellen Stellungnahmen zu. Genau, das wäre vielleicht die Frage. Ihr habt ja auch ein Papier oder zusammen mit Medinetz auch Forderungen veröffentlicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt eigentlich wichtig wäre, auch für die Menschen, die ihr erreichen wollt oder für die ihr auch eine Brücke seid ins Gesundheitswesen. Die drei zentralen Forderungen unseres Statements waren einmal eben für Wohnungslose ganz zentral die Möglichkeit, sich isolieren zu können, Unterkünfte schaffen, auch dezentrale Unterbringung, weil jetzt gerade ist es ja so, dass die Notunterkünfte auch tagsüber geöffnet sind und sowas. Das ist ja schon auf jeden Fall eine Besserung. Aber Isolation von Menschen, die tatsächlich Corona haben oder die den Verdacht haben, Corona zu haben, ist da in den Notunterkünften natürlich immer noch nicht möglich. Also das ist sehr dringend. Dann einfach niedrigschwelliger Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das ist was, was immer möglich sein müsste. Aber jetzt gerade ist es noch sehr viel dringender, weil auch Menschen, die uns als Verein jetzt nicht kennen, müssen trotzdem die Möglichkeit haben, einen Corona-Test machen zu können. Dementsprechend wäre natürlich wünschenswert, dass dann irgendwie ein anderer Weg geschaffen wird, auch am besten ein sehr niedrigschwelliger, unbürokratischer Weg, auch damit die Praxen nicht in finanzielle Bedrängnisse kommen, wenn sie jetzt kulant sind gegenüber Menschen ohne Krankenversicherung. Und die dritte Forderung ist natürlich für Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, muss es die Garantie geben, dass sie keine ausländerrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie sich melden. Genau, das sind so unsere Forderungen und wir hoffen natürlich sehr, dass zumindest ein Teil davon umgesetzt wird. Genau, das ist wirklich zu hoffen, ne? Vielleicht zuletzt noch die Frage: Es wird auch in vielen politischen Zusammenhängen oder solidarischen Zusammenhängen gerade so konstatiert, dass viele Sachen, die jetzt möglich sind oder die jetzt sozusagen als Problemlagen auftauchen, eigentlich in der Perspektive auch festgehalten werden müssen und nachhaltig geändert werden müssen. Um es vielleicht beispielhaft zu machen: Portugal hat jetzt also es ist zumindest so überliefert, Portugal hat jetzt Menschen, die keinen sicheren Aufenthalt haben, legalisiert, um die Struktur
strukturellen Hürden auch wegzunehmen bei der Gesundheitsversorgung. Und eigentlich wäre das ja eine Idee, die man immer sozusagen praktizieren könnte. Niemand darf jemals sozusagen bürokratische Hürden im Weg haben bei essentiellen lebensnotwendigen Leistungen, die er in Anspruch nehmen will oder sie in Anspruch nehmen will. Habt ihr vielleicht auch euch Gedanken gemacht, welche Forderungen, die jetzt so auftauchen, sozusagen in der Zukunft auch realisiert werden müssen, so nachhaltig? Ja, also in Leipzig ist die Situation vergleichsweise ja schon ziemlich gut, weil es uns gibt, wir diese Mittel haben, um Menschen ohne Krankenversicherung versorgen zu können. Aber jetzt gerade ist natürlich deutschlandweit die Diskussion, solche Konzepte auch weiter aufzubauen in sachsenweit und im besten Fall natürlich bundesweit. Genau, da gibt es gerade auf jeden Fall wieder sehr viel Momentum. Genau, und es zeigt sich einfach, dass die Themen, die wir schon immer auf dem Tablett hatten, also Zugang zu medizinischer Versorgung für alle, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das wird jetzt halt deutlich. Und es wird deutlich, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen im Gespräch von der öffentlichen Gesundheit immer mitgedacht werden müssen. Und hoffentlich wird dieses Thema, das jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, auch in der Öffentlichkeit bleiben und nicht, sobald die Krise vorbei ist, wieder verschwinden. Genau, da stimme ich vollkommen zu. Vielleicht habe ich noch was vergessen, was du gerne loswerden willst im Namen eurer Tätigkeit. Nee, also einfach nur nochmal bitte so, wenn ihr Menschen kennt, die keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung habt, dann gebt ihnen die Informationen weiter. Kabel ist da. Ihr könnt euch telefonisch oder per E-Mail bei uns melden und wir können euch weiterhelfen. Genau, wir sind auch in Kooperation mit den Leipziger Krankenhäusern, um unkompliziert eben Kostenübernahme für Corona-Tests möglich zu machen. Genau. Also wir sind mit an der Arbeit und genau. Genau. Vielen Dank. Und auch im Internet vertreten, auch mehrsprachig habe ich gesehen, ne? Zumindest, genau. Also unsere Website ist teilweise mehrsprachig, aber auf Facebook veröffentlichen wir immer mehrsprachige Informationen und da ist auch unsere Telefonnummer, genau. Alles klar. Vielen Dank, Barbara, für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.